Wir haben, das war das Allerwichtigste, wir haben ein Bündnis erreicht von CDU, von Bündnis 90 Die Grünen, von FDP und den damals Freien Wählern, sie heißen heute die Unabhängigen. Wir haben damit permanent und wirklich immer, wenn es darauf ankommt, eine deutliche Mehrheit im Rat, können also alle die Dinge, die wir wollen, durchsetzen und das ablehnen, was wir nicht wollen. Das, glaube ich, ist ein großer Verdienst, der Ursula Monheim, Klaus Suppert und vielleicht auch ein wenig mir zuzuschreiben ist, denn wir drei waren es, die Verhandlungen nach der Kommunalwahl, nach der letzten Kommunalwahl gemacht haben, zunächst mit der SPD, dann mit Bündnis 90 den Grünen, die zunächst noch sehr verschluckt waren, die auch Hürden aufgebaut hatten, die wir nicht akzeptieren wollten und konnten. Zum Beispiel keine neuen Gewerbegebiete in Leverkusen. Zum Beispiel bei jedem Neubau, bei jeder Bebauung eines Grundstücks eine Hecke, also grün um das Grundstück herum, solche Dinge. Das sind alles das, wie auch noch andere Dinge, waren für uns nicht zu akzeptieren. Und so sind wir nach einem ersten Gespräch wieder auseinandergegangen. Bei der SPD war es so, dass der Dr. Mende in erster Linie, war Fraktionsvorsitzender zu dem Zeitpunkt, gesagt hat, also wir wollen die und die und die und die Position und ansonsten machen wir nicht mehr so weiter wie früher, sondern das hängt alles von uns ab, obwohl sie die deutlich schwächere Ausstattung mit Sitzen im Rat hatte. Wir haben auch mit der Bürgerliste gesprochen, die uns als erstes ein riesen Personaltableau unter die Nase gelegt haben und gesagt haben, und wir wollen den Kämmerer und wir wollen den nächsten frei werdenden Dezernenten zusätzlich, wir wollen den Leiter des Büros des Oberbürgermeisters, wir wollen die nächsten Abteilungsleiterstellen besetzen und alles solche, alles, was man wirklich nie, wo man wirklich nicht zustimmen kann. Wir haben uns dreimal getroffen hier in diesem Raum. Zweimal, wo wir immer gedacht haben, na gut, wir reden nochmal und so weiter. Und als wir dann beim dritten Mal hier reingekommen sind und ihr Tableau erneut vorgelegt haben, haben wir gesagt, jetzt ist Schluss, wir brauchen uns nicht weiter unterhalten. Das hat dann Herrn Schoofs derart auf die Palme gebracht, dass ich jetzt fortan sein erklärter Gegner geworden bin, wie alle vor mir, wie alle Oberbürgermeister vor mir auch. Also ich befinde mich da in bester Gesellschaft. Dr. Mende war mal das Ziel, danach der Paul Hebbel, danach der Ernst Küchler und jetzt bin ich es eben. Allerdings haben sich die Dimensionen, wie ich bekämpft werde, schon deutlich verschlimmert. Ich sag mal, da ist einer, der ist paranoid schizophren, der kann gar nicht mehr anders. Der ist einfach nur krank und was da an Hasstiraden los geschmettert und geschleudert wird gegen mich, aber auch natürlich gegen das Bündnis. Und er ist immer der Unverstandene und er ist ständig irritiert und so weiter. Das sind die Sprüche im Rat. Der Herr Niewiadomski wird das bestätigen können. Also gut, das alles liegt hinter uns, aber wie gesagt, gelungen ist uns dieses starke Bündnis. Und wir haben gestern um 16 Uhr erneut zusammengesessen mit den Fraktionsvorsitzenden und ich. Und ich habe dann gesagt, dass ich ein Presseinterview gegeben habe der Rheinischen Post, was morgen übrigens dann zu lesen sein wird, wo ich dann sage, ich gehe davon aus, dieses Bündnis hält nicht nur bis zur nächsten Legislaturperiode, sondern auch darüber hinaus, weil genau das es ist, was die Fraktionsvorsitzenden sich im Moment zumindest eigentlich schon eine ganze Zeit zusagen. Bedeutet, es könnten durchaus auch nach der nächsten Kommunalwahl entsprechende Mehrheiten vorliegen. Ja, was haben wir gemacht? Neben den vielen, vielen kleinen Dingen, die einem Oberbürgermeister jeden Tag auf den Tisch flattern, und wo man manchmal mit leichter Hand sagen kann, machen wir, machen wir, machen wir, gab es natürlich auch Dinge, da musste man dagegen halten. Wir mussten zum Beispiel das Bürgerbüro in Opladen schließen, weil diese Mehrausgaben, die wir dort dauerhaft
gehabt haben. Wir kompensieren mussten an anderer Stelle. Wir hätten nämlich dort neue EDV einrichten müssen, zusätzlich zu der neuen EDV aufgrund der neuen Personalausweise, feststellungssicheren Personalausweise, die wir hier auch im Bürgerbüro in Biesdorf haben. Und wir mussten ständig Personal vorhalten, was eben nur teilweise ausgelastet ist. Es gibt Zeiten, da ist es voll ausgelastet gewesen, das Bürgerbüro in Opladen, aber eben auch viele Zeiten, da war das nicht so. Ein ständiges Hin- und Herfahren konnten wir uns nicht leisten. Und im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, und jetzt bin ich eigentlich bei dem Hauptthema, was uns gelungen ist. Uns ist es gelungen, hier auf dieser Broschüre Leverkusener Finanzen sieht man mal, wie so eine Kurve funktioniert. Da gibt es eine senkrechte und eine waagerechte. Die waagerechte ist die Zeitschiene, die senkrechte ist das Eigenkapital. Als wir begonnen haben, hier drinnen ist das nochmal ein bisschen, ich habe hier mal ein bisschen rumgeblättert, nur um zu gucken, ob das hier auch drinnen ist. Hier ist mal eine andere Darstellung nochmal des Ganzen. Eben war es noch da. Es sollte eigentlich, im Jahr, dieses 2010. Im Jahre 2014 sollte unser Eigenkapital verbraucht sein. So ging die Linie runter von oben nach hier hin zum Jahr, ich muss gucken, bis zum Jahr 2014. Hier hätte diese Linie nach unten gehen sollen. Das heißt, unterhalb der Nulllinie. Wir hätten kein Eigenkapital mehr gehabt, wären verschuldet gewesen. Das war die Ausgangsposition, als ich gerade den Staffelstab Oberbürgermeister übernommen habe. Und das sind die Ausgaben der Stadt, das sind also das ist das Jahresergebnis, das wäre dann hochgelaufen, es wäre also aus dem Nullbereich, aus dem Bereich heraus nach oben gelaufen. Hier wäre ein Schnitt im Jahre 2015. Und die Philosophie bislang war immer, die Sozialkosten fressen uns auf. Wir machen mal Haushaltskonsolidierung, aber es war kein wirklicher Plan dahinter. Ich bin dann hergekommen und habe dem Kämmerer die Vorgabe gemacht, mein lieber Herr Kollege Häusler, ich möchte, dass wir im Jahre 2018, das ist genau diese Stelle, da möchte ich, dass die Stadt Leverkusen einen ausgeglichenen Haushalt hat. Und dem unterwerfen wir alles Handeln, was bis dahin passiert. Haushaltskonsolidierung, das heißt Reduzierung von Personalausgaben, Reduzierung von Sachausgaben und gleichzeitig Erhöhung der Einnahmen. Und zwar wirklich auf dieses Ziel ausgerichtet. Und das rechnen wir mal. Und dann hat unser Finanzbereich wirklich zwei Wochen, drei Wochen lang gerechnet, was muss alles getan werden. Und auch wirklich in Einzelschritten. Es ging teilweise auch um 5.000 Euro, die wir nicht mehr ausgeben. Und es ging um 100.000 Euro, die wir nicht mehr ausgeben. Und es ging bei den zusätzlichen Einnahmen darum, dass wir die Grundbesitzabgaben dann aufgrund dieser Lesart in 2011 deutlich erhöht haben. Und ist er da? Ja. Und es ging auch dann darum, dass wir die Gewerbesteuer ab jetzt 2013 deutlich erhöhen und dass wir die Hundesteuer erhöht haben, die Spielgerätesteuer und. Und das alles in ein System gebracht. Das ist der größte Erfolg, den ich mir als Initiator zurechnen darf, den aber die Finanzverwaltung mitgegangen ist und Häusler hat das mitgetragen, der Kämmerer. Und, was das Wichtigste ist, unser Bündnis hat das mitgetragen. Also ich nenne das jetzt mal ein Machtwort, mit diesem Machtwort, wir wollen 2018 den ausgelegten Haushalt erreichen. Damit, mit dem Hintergrund, war es möglich, unser Bündnis zu überzeugen, das ist der richtige Weg. Warum ist das denn so wichtig? Jetzt gibt es Finanzmittel aus dem Stärkungspakt Finanzen.
Insgesamt bekommen wir vom Land 86 Millionen Euro über die Dauer von 8 Jahren. Die hätten wir nicht bekommen, wenn wir nicht dargestellt hätten, dass wir, deswegen ist es hier rot und auf einmal grün, dass wir im Jahre 2018 einen ausgeglichenen Haushalt haben und dann hören, ein Jahr später hören die Mittel des Landes auf. Die 8 Jahre sind dann rum. Dass es uns danach in den nächsten Jahren, also 2020 und 2021, auch noch gelingt, ohne Landesmittel den ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Dieses, ich nenne das jetzt mal, vielleicht mit ein bisschen Stolz, aber bitte, so wie ich sage, mit ein bisschen Stolz, diese Achterbahn, diese Gratwanderung ist uns gelungen. Und wie gesagt, mit den Stimmen unseres Bündnisses werden wir das durchpeitschen. Wir stehen jetzt davor, einen Haushaltssanierungsplan bis zum Jahr 2021 in den Rat einzubringen, beziehungsweise der 2012er ist drin und den 2013er werden wir im November einbringen, der dann am 10. Dezember haben wir die nächste Ratssitzung, am 10. Dezember beschlossen werden soll mit dem Etat 2013. Und das bedeutet, dass wir dann nicht mehr uns im Nothaushalt befinden, da habe ich hier auch gerade mal reingeguckt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, das ist so ein Buch mit 700.000 Seelen hier, aber ich habe es gerade eben gesehen hier. Dann es gibt dieses Buch hat 1, 2, 3, im Grunde 4. Rubriken. Grün, das sind Kommunen, die einen ausgeglichenen Haushalt haben. Das ist Bonn, fiktiv ausgeglichen, nicht wirklich. Das ist Düsseldorf, fiktiv ausgeglichen, Münster, fiktiv ausgeglichen. Köln ist hingerechnet worden durch die Bezirksregierung, nämlich eine genehmigte Verringerung. Dortmund, genehmigte von der Verringerung und Krefeld hat ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Dann gibt es hier jede Menge Städte, orange hier, die im Nothaushalt sich befinden. Und dann gibt es Städte, die in der drohenden Überschuldung sind. Das ist Hagen, Hamm, Remscheid und Wuppertal. Und es gibt zwei Städte, die sind bereits überschuldet. Das heißt, kein Eigenkapital mehr, weiterhin wegfressen des Jahresergebnisses. Immer schwieriger, das ist Duisburg und Oberhausen. Und wir werden dann also in die erste Liga aufsteigen. Wir werden also aus dem Nothaushalt in diesen grünen Bereich aufsteigen. Das ist die Förderung. Das soll es mal zuerst mal gewesen sein, nachher mehr. So, guten Abend.